Oh, da sind sie. Joey, T, ist alles in Ordnung? War ja irgendwie klar, oder? Schön! Achso, warte mal, die sind ja auch übernommen. Schön, dass du kommst. Ich habe auf dich gewartet. Joey, was ist los? Duellier dich mit mir, Yugi. Aber wieso, Joey, immer... Sei still, hör mit dem Geplapper auf. Sonst muss T-Gardner dafür mit dem Leben bezahlen. Auch Joey wurde an der Gehirnwäsche unterzogen. Elune, Yugi, das hier wird euer Untergang. Der Verlierer versinkt im Meer, in Ketten und mit einem Anker beschwert. Ich duelliere mich nicht, mein Freund ist in Gefahr. Schön, wenn du weigerst, ist mir tierig. Auf meinen Befehl wird sie eine Giftkapsel einnehmen. Na, weigerst du dich immer noch? Oh, das war so widerlich. Duellier dich jetzt. Joey, wach auf. Es nützt nichts. Muss ich das hier tun? Ich kann nicht gewinnen. Ich kann doch nicht meinen eigenen Freund so besiegen. Ich kann einfach nicht. Dann versink in den Fluten. Ja, ich bleib da. Nein. Krepi im Tank. Ja, wir sind einfach easy, Alter. Hartnäckig bis zum bitteren Ende. Wie du willst. Elune, du bist an der Reihe. Aber dieses Mal wird dich niemand retten. Genug. Geh mir aus den Augen. So, wunderbar. Ich bin, ich freue mich schon. Und der hat jetzt bestimmt auch 30.000er Monster auf dem Feld, Alter. Er ist dran. Ewige Flamme. 200 LP. Schaden. Ja, genau. Ich hab's mir gedacht, Mann. Ich hab's mir noch gedacht. Was ist das? Ein Windmonster mit 1200. Dann würde ich jetzt einfach mal so machen. Obwohl, warte mal. Ja, doch. Einfach eine Karte ziehen. Mal gucken, was wir ziehen. Das bringt zwar nicht viel. War denn Burn Deck oder was? Hat der ein Burn Deck? Okay, doch, er hat das einfach nur in die Verteidigung gelegt. Ich glaub's auch. Achso, jetzt schwäche ich mein eigenes Monster. Alles klar. Okay, dann kehrt der Meisterheiler aufs Feld. So, und ihn. Und greifen wir jetzt den an, damit ist er weg. Er hat sein Monster gestärkt. Aber es ist trotzdem weg. Gut. Warte mal, wie viel haben wir noch? Wir haben noch... Ja, wir können es aktivieren. So. Er zerstört ihn. So, aber nur durch den Effekt. Gut, dann aktivieren wir Topf der Gier. Ah, ja, das ist nicht schlecht. So, warte mal, das ist ein Lichtmonster, ne? Aber mit Dunkelheit kann ich nicht zerstören. Gut. Das habe ich ja in den letzten Duellen gelernt. So. Mayon Curry. So. Das sieht gut aus für uns. Das sieht sehr gut aus für uns. Wir könnten jetzt theoretisch das machen. Aber ich weiß nicht, ob es sich lohnt. Das lohnt sich nämlich nicht, weil ich brauche ja immer noch ein zweites Monster, was ich beschwören kann. Hä? Okay, jetzt müssen wir es aber machen. Und hier? Können nicht sonst gegen ihn gewinnen.
wir müssen jetzt gleich mal was ordentliches ziehen. Der Zeitzauberer, da ist er. Weg. Oh ja, mit seinen Burn-Karten, Mann. Ah, sehr gut, Doran. Damit können wir gleich starke Monster aufs Feld holen. Nämlich den... Da-da-da-da-da! Kanonendrachen! Und... Sieg! Gut, okay, es geht wieder. Also bei Bandit Keith, ich weiß nicht, was da los war. Aber trotzdem, wie gesagt, ich werde das Deck nochmal bearbeiten. So, ja, Kapazität ist um 30 gestiegen. Sehr schön. Rotäugiger blauer Drache bekommen. Nice. Der kommt auf jeden Fall wahrscheinlich. So. Helena. Du. Aber diese Marionette hier. Ich werde sie beseitigen. Joel Wheeler, wach auf. Spar dir die Worte. Er ist meine Marionette. Wir haben einander versprochen, dass wir es bis ins Finale schaffen. Alle drei. Daraus wird nichts. Mein Marionette wird ins Meer springen. Auf Nimmerwiedersehen. Oh. Joey, erinnere dich. Unser Versprechen. Versprechen. Du bist Joey Wheeler, unser Freund. Nein, unmöglich. Meine Kontrolle unterbrochen. Yui, Luna. Was? Du bist wieder bei Sinn. Was ist los? Wo bin ich? Komm jetzt, wir müssen zurückgehen. Oh, schön. Du kannst dir nicht vorstellen, wie froh ich bin. Tut mir leid, ich habe nicht aufgepasst. Er drang völlig unvorbereitet in meinen Verstand ein. Schon gut. Du, die, wir alle sind sicher. Es ist allein Marek Ishtars Schuld. Dieser Marek Ishtar, was ist er? Er sagte, er hätte ein Millennium-Item. Aber ich weiß nicht, warum sie Karten sammeln wollen und warum haben sie es auf uns abgesehen. Wenn wir ins Finale kommen, taucht er sicherlich auch auf. Dann rechne ich mit ihm ab. Verlass dich drauf. Dieser Feigling verbirgt sich immer hinter anderen. Ich erledige ihn. Marek Ishtar und seine Komplizen kommen ins Finale. Das wird unser wichtigstes Duell. Ja. Das glaube ich auch. Ich bin froh, dass es allen gut geht. Ich habe alle Locator-Cards gesammelt. Eleanor, du hast auch alle gesammelt. Fehlt nur noch Joeys Satz. Sobald er die Karten hat, gehen wir gemeinsam ins Finale. Oh Mann, mir läuft die Zeit davon. Ich brauche noch eine Locator-Card. Tut mir leid. Aber ich gehe. Danke, dass du uns gerettet hast. Ich erinnere mich nicht, wie er mich hypnotisierte. Ich stand am Kai und dann weiß ich nichts mehr. Erst in dem Moment fürchtete ich Marek Ishtar wirklich. Ja, das ist klar. Nochmal so eine kurze Frage. Er hat ja nur Joey aus der Kontrolle zurückgeholt. Was ist aber mit T, also mit Mai? Die stand ja auch unter seiner Kontrolle. Warum hat er die da nicht einfach ins Meer geschickt? Oder hat ihr die Giftkapsel einnehmen lassen? Ja. Keine Frage. Okay, was müssen wir jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. Er muss ja noch seine Locator-Card holen. Und wir? Was machen wir? Wir gucken nochmal am Kai. Oh, guck mal, Bandit Thief ist weg. Gibt's hier noch... Ah, guck mal. Freund Blase. Spielstand. Wir müssen mal speichern. Hey, das ist der Rille. Ich liebe den Anblick des Meeres zu berühren. Was ist los? Wir beginnen das Finale nicht bald. Denk dran, du hast mich geschlagen. Ich würde dir eine Niederlage nie verzeihen. Sonst noch irgendwas? Nein. Der Anker. Gebäude, Brücke, Park, Kunst, Kanlan. Können wir jetzt eigentlich ein Museum? Oh, was ist das? Ich habe auf dich gewartet, Ellen. Ich muss da etwas mit dir besprechen. Komm bitte mit. Okay. Wer ist diese Dame? Oh, wir sind im Museum. Zunächst einmal sollte ich dich in das Geheimnis der Karten einladen. Im alten Ägypten sorgten Zauberer für Frieden.
Dazu schlossen sie die Monster, die in den Herzen der Menschen wohnen und alles Übel verursachen, in Steintafeln ein. Korrupte Hohepriester versuchen jedoch, den Pharao mit Hilfe der Zauberer und ihrer Steintafeln zu entthronen, um an die Macht zu kommen. Diese 3000 Jahre alten Karten, Artefakt zeugt von jenem Krieg. Pegasus, der die Duel Monster Cards entwarf, stützte seine Studien auf diese Steintafeln. Uralte ägyptische Zauberkunst wird in seinen Karten wieder lebendig. Du scheinst überrascht. Das ist aber die Wahrheit. Ich erzähle es dir aus einem guten Grund. Aber bevor ich ihn dir sage, noch etwas anderes. Duellier dich bitte mit mir. Ich muss mich überzeugen, dass du Macht besitzt. Die Macht, die ich in dir zu erkennen glaube. Hey, will auch immer noch mal speichern, zufällig? Ich muss hier duell auf einer Seite. Ja, okay. Was hat sie denn so für ein Kartendeck? Göttin mit dem. Okay. Göttin mit dem. Die Göttin mit dem. So, wir machen das. Wir haben noch einen faszinierenden Kreis. Und dann würde ich jetzt sagen, machen wir das so. Und wenn sie angreift, können wir sie zerstören. Okay, sie kann also nochmal mit der Göttin angreifen. Aber wir können wenigstens das machen. Ach nee, das ist ja Licht! Verdammte Kacke, Mann! Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich mach die Musik. Ich sollte vielleicht mein Deck wirklich upgraden. Ich meine sowas wie 600er Monstern. Wozu? Wie weit kann ich die schwächen? Ja, genau auf 700. Wow. Schön. Okay, ich glaube, das wird nichts. Aber das war nur, weil ich gerade verkackt habe. Leider. Das war nicht der Plan. Ja, warte mal. Ich mach nochmal kurz den. Ganz ungeniert. Weil das war ein kleiner Fehler von mir. Ich hatte gar nicht gedacht, dass irgendjemand mal plötzlich mit Lichtmonstern spielt, ne? So, ja, genau, Studien über Steintafeln und Pegasus hat einfach nur die alten Ägypter kopiert und deswegen hat er dann plötzlich so viel Cash gekriegt. Ja. Er hat quasi die Idee gegutenbergt. So. Nochmal. Wir beginnen damit und damit und dann aktivieren wir Doran. Infektieren. Wir könnten natürlich jetzt schon faszinierender Kreis aktivieren, dann kann sie theoretisch nichts damit angreifen und dann können wir theoretisch den letzten Krieger ausfällen. Das macht Sinn. So, dann können wir nämlich. Aber das Problem ist, der ist Dämmerung und das ist ein Lichtmonster. Gut, das war natürlich auch jetzt nicht so intelligent. Wir hätten die vielleicht erst zerstören sollen und dann. Gut. War was? Ach man, ich bin mit diesen Typenvorteilen, ich komme damit einfach nicht klar. Entschuldigung, wenn das jetzt ein bisschen noobig rüberkommt. Und so. Aber ja. Das passiert dann in den neueren Spielen nicht mehr. So. Ja, duelliere dich mit mir, Alter. Ja, komm, Alter. Duelliere mich. Und danach, weiß nicht. So, aber das war, ja, ist eigentlich sinnlos, weil wir wollen eh, den Löwenzauberer holen. Weil damit kann ich die Karte nämlich zerstören. Deswegen Doran, Effekt. Dann kann er ein Doran kann sie gerne zerstören. Das ist mir relativ wurscht. Dann können wir nämlich den Löwenzauberer holen und damit können wir die Karte leicht zerstören. Hier natürlich nur Dämmerungskarten. Das heißt, sie hat natürlich nur Lichtmonster. 1400?
aber wir haben ja den faszinierenden Kreis. So. Okay, wir ziehen nur Scheiße. Und haben jetzt auch gleich keine Verteidigung mehr, wenn er jetzt irgendwie was Starkes hat. Ja, ein Traum. Vor allem, was ist Traum eigentlich für ein Typ? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und wir ziehen nur Mist. Verdammt. Dunkle Hexe. Die komischerweise einen Lichttyp hat. Ja, gut, die hat einen Lichtdeck. Das ist natürlich etwas kontraproduktiver. Und wir ziehen wieder Manura. Scheiße. Oh. Ja, gut. Okay, ich glaub's auch. Oh, hey, eine Säurefallgrube. Was? No. Ja. Gut, lololololo, warte mal, dann gehen wir erstmal wieder hin. Guten Tag, ich würde mich gerne mit dir duellieren. Was? Nein? Ja, genau, ich benutze den Blauäugigen als Ante. So. Gut. So. Okay, so. Gut, der ist nämlich gut, um Duellkarte zu besetzen. Damit kann man wirklich gut Duell-Counter resetten. Oh, schön. So. Tada. So, genau. Flügel-Lady. Flügel-Lady. All the Flügel-Ladies. All the Flügel-Ladies. Das sollte vielleicht auch ein bisschen singen. So, Zug Ende. So, wunderbar. Jetzt ziehen wir nämlich gute Karten in dem Duell, ja. Das ist, ganz toll. Weil mein Deck ist einfach so auf Dämmerung aufgebaut, dass ich da Schwierigkeiten haben werde, die zu besiegen. Es sei denn, ich schwäche nicht Monster. Kann ich ein Yami kaufen? Gibt's Yami beim Kartenhändler? Cybersoldat der Finsternis. Oh, schön. Das sind alles Monster, die ich gerne ins Deck dann vielleicht angucken kann. So, ich wollte noch mal ganz kurz gucken, ob ich im Kartenladen, ob ich da ein Yami kaufen kann. Und Yami müsste doch Lichtmonster schwächen. Haben Sie, führen Sie zufällig Yami? Das hört sich an wie so eine japanische Speise. Yami? Führen Sie Yami? Nein. Das ist kein Yami. Was ist das hier eigentlich? Dunkel durchdringender. Alle gegnerischen Monster auf dem Feld werden aufgedeckt. Ha. Der dem Empfänger dunkle Macht verleiht. Für ein weibliches finsteres Monster geeignet. So ein Schwachsinn! Super Kriegslöwe! Gut. Schwarzes Illusionsritual. Es gibt jene Yami hier, die haben kein Yami. Ah, das ist das. Antike Lampe. Ah, das war das, was ich gesucht habe. Nicht das, was ich gerade hatte mit dem direkten Angriff. Die Karte ist nämlich behindert. Die werde ich rausnehmen wieder. Ich suche aber eigentlich ein Yami. Haben Sie dazu nicht was?
Der Fluch aller starken Monster auf dem Feld. Er zerstört alle feindlichen Monster mit mindestens 1500. Was wollte ich eigentlich? Ach ja. Ein Lichtmonster. Wollte ich nicht. Die haben kein Yami. Warum hat er kein Yami? Ich will unbedingt ein Yami. Weil Yami würde es generell in den Deck bringen. Das wundert mich jetzt gerade echt. Man kann eine Waldpflanze aktivieren. Das ist Schwachsinn. Ein mystischer Anhänger. Ausgerüstet steckt einen finsteren Zauberer. Und so weiter. Und so weiter. Das sagt immer ziemlich viel aus. Eine Rüstung, die ausschließlich für Frauen gemacht wurde. Er wendet das Wesen des Trägers und stärkt sie an. Ist klar. Ich sag mal nichts dazu. Oh mein Gott, das Labyrinthmauern. Das ist auch ein ziemlich guter Verteidigungsfaktor, ne? Laserkanone. Ein Insekt kann damit mächtige Strahlen abfeuern. Diese Beschreibung der Karten sind sehr premium. Okay, es gibt kein Yami. Gut. Gut. Dann halt nicht.